Ja, willkommen zurück. Ich musste gerade, ich habe jetzt das hier laden, damit die Animationen da sind. Jetzt steht sie auf einmal hier oben, obwohl das ja eben nicht ging. Und sie hier unten stand, ist sie jetzt auf einmal da oben und ja, ich habe keine Ahnung. Alien-Granate werfen. Wir schicken mal unsere fähigsten Leute hier vor. Nein, keine Ahnung. Das war ja. Habt ihr das gesehen? Ja, vorauszusehen war das. Wenn man dann hinaus. Vorbeigeschossen. Du hast dich ja eben übernehmen lassen, Verräterin, also muss ich gar nicht rumjammern. Legen wir endlich los. Pass auf. 69%. Schussposition. Endlich. Probier das. Zeit für ein Feuer. Ah, okay. Ich war ganz kurz verzweifelt. Abschuss bestätigt. Und die andere, die verbrennt doch, oder? Nee. Sieht ihr jetzt im Moment sieht es nicht so aus, als würde die verbrennen. Ich rücke aus. Ah nein, oh Scheiße. Obwohl das eigentlich jetzt nicht zu schlecht ist, weil sie dadurch geschützt ist, aber jetzt sind wir das nicht so geplant. Das kann ich machen.
Er bewegt sich ja nicht. Ja, die machen genau das, was ich gehofft habe, nämlich dass sie sich, dass sie die Übernommenen angreifen. Dabei sind sie auch extrem erfolgreich. Daneben, würde ich meinen. Das war daneben. Werde flankiert! Oh, der ist zwei Munition, also da ist alles vorbei. Noch mehr von denen. Oh, ohne Witz. Langsam wird's lächerlich. Ohne Scheiß. Der ist aber in einer Position, wo ich ihn verfickt nochmal nicht bekomme. Das ist doch Kacke. Natürlich. Pass auf. Sie schalt doch mal durch. Was sind denn unsere Optionen? Wieso? Der ist doch genau da, ist der genau dahinter. Oh. Wechsle Position. Ja, weil sie da eine Deckung hat. Ich muss ja. Ja, finde ich auch sehr gut. Natürlich. Munition ist gleich alle. Das ist natürlich uncool. Das kann ich auch nachvollziehen, also. Jetzt komme ich.
Das habe ich jetzt gewusst, dass er daneben schießt. Das. Okay, nicht erwischt. Ja, das war aber so klar. Nach oben! Wie haben wir den jetzt kalt gemacht? Na los, zeigt euch! Du bist verletzlich. Ziel erledigt. Nicht schlecht. Da sind ihre Freunde. Edwin Bodentruppen. Und der letzte Avatar. Hallo. Probieren kann man es ja. Ja, Alter. Er versucht's mit allen Mitteln, ne? Ich muss mal nachladen. Finde ich gut. Bestätigt! Drücke aus! Waffe geladen! Kannst du wenigstens nochmal nachladen? Uff, krass. Ziel eliminiert! Das ist Jin Rika. Ja, wow.
Nachgeladen! Gesichtsloser. Alter, wie runterrutscht. Ragdoll. Das ist der Ragdoll-Effekt. Wie weit können wir das ausführen? Nicht so weit, wie ich dachte. Oh, schade. Wir können ja nur den angreifen. Gefechtsprotokolle. Codex im Kampfrausch. Kampfrausch. Kein Problem, Boss. Schon beeindruckt? Naja. Brauche Munition! Was? Da hinten. Geht doch noch. Gebe Feuerschutz! Bestätigt! Rücke aus! Der ist flankiert da. Inspirieren. Ich bin bei dir. Ich kann die dann nochmal. Kann die jetzt eigentlich nochmal komplett ziehen oder hat die nur ein Dings? Das reicht nur für eine Pistole. Wow. Bin dabei. Das hätte ich ja auch anders nutzen können. Hab ich jetzt ein bisschen. Verbuckt gerade, na gut. Genau, mach's mal. Einen kritischen. Immer gut. Slayer. Schon unterwegs. Mutter steht immer noch unter Gedanken, weil er ist einfach zu krass. Daneben! Ja genau, bleibt doch stehen, das finde ich gut. Kommen gleich auf der anderen Flanke die ganzen Assis. Der denn was? Ja. Versuchen's. Aber ihr. Diese Rüstung ist stark. Jetzt kommt dieser hässliche Sekt wieder noch. Er hat noch eine Energie.
Der war ja mal nice. Daneben, aber ja. Jetzt auch nicht anders erwartet von dem Meister aller Mutants. Ihr leere Spalt, Mr. Techno. Du kannst der Leere nicht entkommen. Macht sie denn? Feind neutralisiert. Rock'n'Roll! Mir entgeht nichts. Stürmen und schießen. Legen wir endlich los. Mr. Avatar da hinten. Ah, der ist im Feuerschutz gegangen, ne? Heizen wir hinein. To eat. Dreizehn kritisch. Und er brennt da noch. Und der Feuerschutz ist ja auch entfernt. Steht da noch genau neben der. Und wer da steht. Wenn die jetzt nicht trifft, dann heul ich. Wirklich? Oh, ey, ohne Witz! Ich meine zumindest. Ja, die hatten zumindest dazu veranlasst, sich zurückzuziehen. Auch wieder nur gestreift, haben wir uns nicht gesehen. Und noch eine Energie. Obwohl, ist ja nicht egal, weil. So in der nächsten Runde stirbt, ne? Boah, das ist eigentlich schon ein bisschen belastend, das Geräusch. Das muss ich mal dazu sagen. Er hat sich geheilt. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass sie... Ich bin okay. Dass sie Feuerschutz nicht weiß. Es hört nicht auf! Es hört nicht auf!
Das sind ja kleine Assis hier. Verdammt, das tut weh! Was war ich? Streift. 5 Schaden. Hallo. Aber wir wussten ja, dass man hier nicht. Genau, sie wollte da zurück schon wieder. Panzerung getroffen! Ist ja noch einer von den Assis. Und da ist so ein Insektoid. Dazu. Er hört ja nicht mehr zu uns, Junge. Was? Muss töten! Ist klar. Es gibt kein Entkommen. Retter der Erde. Danke. Wenn die Ältesten das Psionik-Netz nicht mehr stabilisieren, geht alles den Bach runter. Das Tor hält nicht mehr lange. Ihr habt sie gehört. Los! Was? Shen, sagen Sie mir, dass Sie einen Plan B haben. Gut gemacht. Es war nicht mein Verdienst. Das sollte doch gar nicht möglich sein. Außer... Commander, was immer Sie tun, es funktioniert. Heben Sie nur genug Saft für Ihre eigene Heimreise auf. Commander, alles okay? Wir verlieren den Kontakt. Trennen Sie die Verbindung. Aber dann riskieren wir eine totale Überladung. Sie nehmen, was gegeben wurde. Sie werden wieder ganz sein. Nein. Dein Sieg hier ist das Ende aller anderen. Es wird dich verfolgen. Genau wie uns. Akame. Armee. Ha! Aber ihr könntet jetzt mal echt die Fresse halten. Sie lassen Aktivität fast wieder auf normalem Niveau. Es macht ein transdimensionales Psionik-Netz weniger. Einsatz erfolgreich, Commander. Hier ist das Befreiungsnetzwerk. Wir senden auf allen Frequenzen. Advent zieht sich überall großflächig zurück. Weiterhin schwere Gefechte in den Stadtzentren, während sich die Advent-Truppen neu sammeln. Hier werden wir von der Flüchtlingswelle fast erdrückt, während die Menschen aus den von Advent kontrollierten Stadtzentren fliehen. Die Ausgangssperre bleibt bestehen. Derweil bekämpft die Verwaltung die aktuelle Krise. An alle in den besetzten Zonen, bleiben Sie standhaft und kämpfen Sie weiter. Wir versprechen baldige Hilfe. Aufs Maul. Und das war XCOM 2. Hinweise auf einen dritten Teil.
Ach, leck mich doch am Sack. Das könnte nicht sein. Diese kleinen Assis. Schwierigkeitsgrad, Datum. Verlorene Einsätze 45, du. Aha, verlorene Einsätze 0. Maklos an 7, getötete Aliens 489. Verloren Soldaten 3, Trefferquote 200%, Runde im Schnitt weiter. Eingesetzte Soldaten 19, Tage bis zum ersten Körner, 137 Krankentage, Gesamt 622, verdiente Beförderung 69, Anfang von Körner, jetzt 8, ausgebildete Psyche 3, Anzahl von Magie 1, verdiente Hackbelohnung 18, gehackte Roboter 9, Anzahl von Wissenschaftlern 7, Anzahl von Ingenieuren 12, Tage bis zu den Magnetwaffen 56, Tage bis zu den Strahlenwaffen 133, Tage bis zum Plattenrüstung 100, Tage bis zur Servorüstung 169, Tage bis zur Alien-Verschlüsselung 61. Errichtete Funklerlays 16, sabotierte Alien-Einrichtung 6. Vom Vorauslager erhalten Vorräte 10.423, auf dem Schmerzmarkt verdiente Vorräte 1.257, gesammelte Infos 1.365, auf dem Schmerzmarkt aufgegebene Infos, ausgegebene Infos 400. Und das war XCOM 2 von Firaxis Games. Feierig, ja. Feierig. Muss ich echt sagen. Im Vergleich zum ersten, also zu XCOM Anywhere Now. Ein Riesenprojekt. Also die Geschichte, also der Skript, ich habe jetzt nicht gelesen, oder war der schon da? Also die Truppe, die das Skript für das Spiel geschrieben hat, ja. Mega. Wirklich, also. Also wir haben jetzt 3 Folgen oder so in diesem Endkampf verbracht. der war auch echt hart. Das muss ich mal dazu sagen. Aber ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden hatte, da zu laden. Hätte ich schon früher machen müssen. Weil die Dings ja leider nicht funktioniert hatten im Moment. Da die Animation, das war ein bisschen blöd. Aber trotzdem geil. Und ja, ich bin auch ein bisschen stolz, dass wir zum Schluss eben nicht geladen haben. Obwohl die Situation ganz kurz richtig kacke aussah. Aber, also dieser eine Schuss vom Sniper, wo der mit einem Hit von der vollen Energie weg war, der war, wie gesagt, also der war richtig. Das war, glaube ich, das. Ach so, die hatte dieses Ding in der Waffe, ne? Dass die einen gewissen Prozentsatz hat, dass er sofort erledigt ist. Deswegen, immer wenn der erledigt stand, dann war das so. Und das war, glaube ich, auch so ein Wendepunkt in dem Kampf gewesen. Sonst hätten sie uns da ganz schön, glaube ich, beileibe gerückt. Aber so war das echt nicht verkehrt. Ich hatte mich dann allerdings darauf verlassen, dass der dann stirbt durch das Feuer. Deswegen hatte ich den da nicht weiter bearbeitet. Aber wir waren stärker wie die Ältesten. Wir haben sie fertig immer. Aber das war's noch nicht. Also, das Ende gibt auf jeden Fall einem Add-on oder sogar einem dritten Teil noch Platz. Ja. Und ich finde, der wäre auch verdient noch. Also, es wäre cool. Also, ich finde, was geil wäre, wenn das Add-on beinhalten würde, was jetzt dieser Spalt da eben zu bedeuten hatte, aus dem die psionische Energie kam. Und im dritten Teil müsste man dann eigentlich den Kampf zu den Besatzern tragen. Zu den ehemaligen. Das wäre dann so das ultimative Ziel, finde ich. Aber trotzdem, 2K operiert hier übrigens als Publisher, möchte ich nur mal kurz anmerken. Firaxis Games hat dieses Spiel produziert. Finde ich auch, also, ich weiß gar nicht, mir fällt spontan gar kein anderes Spiel ein von denen. Ich kenne noch, ich habe übrigens XCOM, das muss ich jetzt mal dazu sagen, ich habe XCOM sogar schon mal gespielt, aber das war 2000 und ach, keine Ahnung. Das war ein bisschen anders. Da hatte so eine Raumstation
Und bist dann immer Patrouillen geflogen und hattest da halt deine Jäger und so. Und dann musst du halt da. Das war so. Wie hieß denn das? Das hieß wie XCOM. XCOM. Ich glaube, wenn ich die Liste. Also die früheren hießen ja UFO. Und ja. Dann hießen die ja XCOM und so. Also im Prinzip ist der XCOM Anyman No nicht der erste Teil. Aber das ist halt aus der neuen Ära, sag ich mal, der erste Teil. Deswegen heißt das ja auch hier jetzt XCOM 2, ne? Und nicht ohne Grund. Aber in diesem Teil war uns der Gegner zumindest größtenteils bekannt. Wir hatten einige neue Vertreter. Ich find's allerdings auch richtig. Also im ersten Teil, wenn ich. Also, wo wir zum ersten Mal so die Gegner aus dem ersten Teil gesehen haben. Da dachte ich mir so, okay. Da hat man das so hingenommen. Aber wenn du jetzt so die Modelle und so vergleichst aus dem zweiten Teil mit dem ersten Teil, also was die Gegner jetzt angeht, also echt saubere Arbeit. Der Berserker, selbst die Mutons, der Archon, finde ich richtig krass, dass der Archon im Prinzip ist das ja der neue Schweber, aber der ist halt auch richtig nice. Und ja, finde ich halt echt mega. Im Großen und Ganzen kann ich echt sagen, das Spiel also hat richtig viel Spaß gemacht. Es hat auch hat mir persönlich sehr viel Spaß bereitet, diesen Commander so ein bisschen zu geben. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, ich habe ein bisschen zu oft geladen, wenn mir was nicht gepasst hat oder so. Das hat, glaube ich, in manche Folge so ein bisschen, naja, geschädigt. kann ich jetzt nicht ändern, aber jetzt im Nachhinein sehe ich das halt schon, dass das ein bisschen kacke war. Da hätte ich es manchmal einfach sagen müssen, okay. Ich hatte am Anfang noch überlegt. Alter, muss ich erstmal hart gehen. Hatte erstmal am Anfang so kurz überlegt, okay, ziehst du das diesmal durch, dass du wirklich straight spielst, ohne zu laden? Oder nutzt du das, dass du laden kannst und ja, machst halt das Beste aus deiner taktischen Möglichkeit, indem du lädst und dann die Gegnerstellung gehst oder so. Naja. So, jetzt kommen wir bestimmt auf den Hauptbildschirm. Ich bin ja mal gespannt, ob der sich jetzt verändert hat, nachdem wir die. Nee, hat er sich nicht. Aber ist nicht so schlimm. Guck mal hier, ist unser guter Shooter. Ist das Shooter? Ich kann die gar nicht unterscheiden, weil die beide fast gleich aussehen. Aber ich glaube, die mit dem Stirnband und der Markierung war Shooter. Ich kann übrigens hier in die Charaktersammlung reingucken, da habe ich sie drin. Shooter Emma Wolf. Kann ich mir die angucken? Ja, genau, das ist die. Da hat sie noch die Rüstung an hier. Die komische. Und noch dieses hässliche Sniper. Soldatenglosse können als VIP erscheinen. Können als feindliche VIP erscheinen? Nein. Valentin. Achso, genau, das ist ja sie hier. Ja, dann ist hier im Hauptmenü natürlich unsere gute Shooter. War mir persönlich sogar fast die liebere Sniperin, weil die einfach eine absolute Trefferrate zum Schluss dann hatte. Und ja, ich finde diese Waffenmodifikation übrigens auch richtig geil. Weil dieses fette Zielfernrohr hier in der Verbindung mit diesem Prozentsatz an Tötung. Das Möglichkeit finde ich halt echt mega. Die Rüstung ist auch. Ich finde diese Rüstung hat irgendwie was von so einem Iron Man Anzug und aber auch extrem was von Mass Effect. Muss ich echt mal sagen. Aber ich wünsche dem Mass Effect sehen die Rüstung jemals so aus. Vielleicht beim Mass Effect 4. Dürfen wir ja gespannt sein. Auf jeden Fall
fand ich die auch allein der Detailgrad in diesem Spiel. Und es sind so viele Details, die Waffenmodulation und auch die Rüstung, wie die gestaltet wurden und einfach mega. Ich kann echt. Bin fast ein bisschen traurig, dass wir jetzt doch fertig sind. Aber ich will ja die Folge nicht hier so ewig in die Länge quatschen. Jetzt sind wir schon bei 41 Minuten gleich. Deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und vergesst nicht, der Widerstand ruht nicht. Denn wir sind eine Einheit. Und ich bedanke mich, dass ihr zusammen mit mir XCOM 2 durchgespielt habt. Und wenn ihr nichts verpassen sollt und wollt, dann lasst mir doch ein Abo da, gebt mir Likes und vor allem ruht nicht. Denn sie sind immer noch da draußen. Und jetzt könnte ich noch Vigilio und so weiter sagen, aber das lasse ich mal. Wie gesagt, ich bedanke mich und wir sehen uns in einem anderen Video auf dem Channel. Euer Cray. Ciao. Sieger.